Mami, conmigo tus hijos. Mach ich auf hart, Eisen Gibi. Haust du mich um Mike Tyson Gibi. Hey, wir fühlen uns frei. SL Gibi. Und geben Gas. SL Gibi. Du fickst mich niemals, Kollege. Niemals. Soll dieser Breite da sagen, der fickt mich? Soll dieser andere Schwarze, wasch, wie der da sitzt, soll sagen, der fickt mich? Sag ich, okay, komm, kann sein. Du fickst mich niemals, du bist ein Strich, du bist ein Nichts. Kulev, du kleines, mickriges Opfer. Ich hätte echt gedacht, dass ich Turkmenische kriege und den endlich mal wieder zerreißen kann. Aber ich kriege jemanden, der noch sogar unter seinem Niveau ist. Könnt ihr das glauben? Ich glaube nicht. Jetzt wird endlich ausgepackt. Ich werde meinen Mund nicht mehr schließen. Ach, Astaghfirullah, dieser kleine Strich wird brennen. Das ist ein Koka, keine Hanfblätter. Schieße aus dem Schiebedach mit langem Lauf und Schalldämpfer. Yalla, ich will Para sehen, doch mittlerweile höre ich die Schritte von Azrael. Wenn man auf seinem YouTube-Kanal geht, findet man eigentlich nichts mehr. Aber wenn man sich den Banner ganz genau anguckt, sieht man Eminem. Eminem ist nach Bushido der größte deutsche Rapper und wir wissen alle, dass Philipp Beef hat mit seinem Kumpel ApoVet, der auch in seinem Profilbild verewigt worden ist. Ich werde meine Freundin pranken, ich würde sagen, ich habe mit dir Schluss gemacht. Schatz, kannst du kurz herkommen? Ja, was ist denn? Ja, ich habe dich betrogen. It's a prank! It's a prank! It's a prank, abonniert mich! Und ich frage mich wirklich, wie kannst du es wagen, zwei der schlimmsten Leute der gesamten Welt bei dir zu haben, zu unterstützen? Wirklich, wie kannst du es mit dir denn vereinbaren? Jemand, der sich für Sachen eingesetzt hat, er hat Robins Wilde Welt so sehr geholfen mit Spenden und so. Er hat Arvin so sehr geholfen mit Spenden und so. Und dann kommt er mit den zwei schlimmsten Leuten der Welt. Was hat das für einen Sinn? Erklär mir das, du kleiner Spinner. Zuerst gehen meine Eier in den Knast und 15 Minuten später komme ich erst. Meine Eier sitzen in der Zelle und nach 15 Minuten, dann komme ich jetzt. Meine Eier brauchen einen eigenen Bus, einen Gefangenentransport. Erst kommen die, jedes Ei eine eigene Hose, eigene Bettwäsche. Und wenn die da liegen, am nächsten Tag komme ich erst an. Komme ich erst an. Auf Gemeinschaft mit meinen Eiern. Wenn man sich die Müllqualifikation von diesem Wesh anguckt, dann weiß man gar nicht, was man überhaupt sagen soll. Es ist unlustig, er redet wie Epanimi. Okay, Digga, chill, dann guck ich mir doch noch ein anderes Video an. Oh, die ist schwarz, Digga. Ah, nice, nice, Digga, nice. Stabil. Und mehr hat dieser Bastard auch nicht drauf. Obwohl, doch, es gibt eine Stelle, die wirklich ist. Und zwar am Ende sieht man ganz kurz eine Truhe. In dieser Truhe ist niemand anderes als Mr. Erdnuss gefangen. Ja, meine lieben Freunde, der Grund, warum Mr. Erdnuss nicht ins Turnier gekommen ist, ist, dass Philipp ihn gefangen hält und er ihn verboten hat, Runden zu machen. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, so eine Legende einfach zu entführen, zu einsperren und ihm keinen Freiraum zu geben? Schäm dich. Ich habe die Polizei schon kontaktiert. In 5 Minuten, du bist weg. Du und deine Mafia-Clan, du bist weg. Du bist finito, Alter. Kapi ist kein Beiter. Café, Armee, Cartier, Rolex, keine AP. Wisst ihr was? Ich bin ehrlich zu euch. Ich mag Philipp. Ich finde den richtig witzig. Mir gefallen seine Videos sehr gut. Ich finde, er ist ein richtiger Ausnahmekünstler und kann sehr viel in diesem Turnier erreichen. Aber wenn man sich traut, Philipp auf YouTube einzugeben, dann kommt ein Video, was mich wirklich... Alter, boah. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Typ sowas in der Lage ist zu machen, aber ich musste einfach nur kotzen. Wenn man Philipp eingibt, ist einer der ersten Videos, die kommt, ein Video von Amit Basic Stand. Es heißt Webster Philipp Shikie Upstand. Thank you.
kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, die armen Leute, die von diesem Sack noch essen hätten können, irgendwelche Kack-Jump-in-One-Level zu machen, Digga? Was ist eigentlich dein Problem? Soll ich bei dir vorbeikommen und dasselbe mit deinem Körper machen? Sollen wir das? Ja, das können wir ja machen. Wenn du erbärmlicher Bastard wirst, hier nie wieder irgendwie Fuß fassen können. Ich werde dich und deine gesamte lösch dich! Du fetter Hurensohn.